Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fool Me, dem Format, in dem ihr versucht, mich hinters Licht zu führen. Mein Name ist Matthias Berger und ihr seid hier bei Fool Me. Ihr versucht, Zaubertricks zu performen, bei denen ich nicht weiß, wie ihr sie gemacht habt. Wenn das passiert, dann habt ihr mich hier das Licht geführt, bekommt einen 30€ Amazon-Gutschein von mir und könnt euch in die Reihe der Fooler stellen. Wir haben heute wieder drei knackige Kandidaten, die ihr Glück versuchen und wir legen gleich mit dem ersten Kandidaten los. Das heutige Video hat keinen externen Sponsor, aber ich habe richtig krasse Neuigkeiten für euch. Bleibt auf jeden Fall dran. Kommen wir jetzt aber erstmal zu Kandidat Nummer 1, Julian, Bühne frei. Ich bin der Julian, ich gehe in die 7. Klasse, bin 13 Jahre alt und ich zauber jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren, okay. Wie hast du mit Zauberei angefangen? Mein Freund hat ganz früh angefangen und der hat mich dann mit da reingenommen. Cool. Und du hast, ich habe schon gesehen, du hast einen Kartentrick heute mitgebracht. Wie bist du auf diesen Trick gekommen? Also eigentlich, als du dieses Video gemacht hast, wo du gesagt hast, dass man da mitmachen kann bei Fool Me, haben wir uns zusammen, ich und mein Freund, einen Trick rausgesucht, wo du natürlich nicht dahinter kommen kannst. Mhm. Ja, dann haben wir halt ausgemacht, dass ich das Video mache und dann... Verstehe, verstehe. Das heißt, ihr habt da zusammen dran gearbeitet. Ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, lieber Julian, legen wir los. Bist du bereit? Ja. Let's go. Für diesen Trick brauchen wir als erstes ein Kartendeck. Möchtest du abheben? Ja. Okay. Bist du so zufrieden? Mhm. Gut. Zieh mal bitte eine Karte. Die hier. Alles klar. Nur zur Bestätigung. Alle Karten sind unterschiedlich und auch nicht in einer festen Reihenfolge oder so. Aber ich denke, deine Karte ist die Pik 6. Ja. Nice, nice, nice. Okay, okay. Kurz und knackig. Karte wird gewählt und du weißt, welche Karte es ist. Den hat mir mein Freund auf dem Schulhof vorgeführt und ich so, das ist der perfekte Trick. Okay, okay, okay. Das Video ist 2 Jahre alt jetzt, ne? Weil du hast es damals zu meiner Ankündigung gedreht, ne? Ja. Das heißt, du warst da 11 und hast da gerade mal 1 Jahr gezaubert, korrekt? Ja. Krass, weil dafür hast du es wirklich sehr, sehr, sehr schön performt, bist da ganz selbstbewusst und leitest da auch deine Zuschauerinnen gut an in dem Fall. Finde ich super. Also da schon mal Kompliment allein dafür. Bist du noch nach wie vor aktiv dran geblieben mit der Zauberei? Ja, mehr oder weniger. Im Lockdown jetzt eher weniger. Es war ein bisschen, naja, im Prinzip. Schwierig, wenn man niemanden hat, um was vorzuführen. Ja. Ne? Ja. Und ich konnte mich auch nicht so oft mit meinen Freunden treffen und ich habe halt sehr oft dann mit ihm zusammen gezaubert und eigentlich immer getroffen haben deswegen. Jetzt könnte man meinen, okay, eine Karte wird gezogen, du weißt, welche Karte es ist. Jetzt könnte man meinen, das wäre ein markiertes Kartenspiel und du liest einfach die Rückseite und weißt, welches es ist. Ich bin mir aber sicher... Das ist das Nock. Ich bin mir aber sicher, es ist kein markiertes Kartenspiel. Ich habe extra die Nocks genommen, damit du es nicht denkst. Okay. Deine Zuschauerin durfte abheben. Ich bin mir 100% sicher, sie hätte jetzt aber nicht einen Riffle-Shuffle machen dürfen. Hätte sie die Karten nicht kräftig durchmischen dürfen. Dein Handling hat mir eine ganz bestimmte Sache verraten. Und zwar, und das piepe ich jetzt aus für die Community, ich glaube, du hattest... Das war die Pik 6. Liege ich da richtig? Ja. Ah, gut. Okay, okay, okay. Krass. Aber ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, die meisten aus der Community sind jetzt gefoolt davon. Das ist gar nicht so geläufig. Das habe ich nämlich selber mal vor, boah, das ist bestimmt fast schon 10 Jahre her oder so. Sehr lange her, da habe ich das auch mal genutzt für ein paar Kartentricks. Schade. Ah. Kann ich dir ganz kurz in die Kamera halten und du blendest es dann aus im Video? Ja, ja, klar. Selbstverständlich. Und eben, das ist cool, weil das kann ich jetzt wieder einblenden eigentlich. Guck mal, du kannst die Karten jetzt auffächern, du kannst die so in die Kamera zeigen und du siehst da gar nichts. Ey, dann tut es mir zwar sehr leid, dass es kein Fool war, aber in dieser Staffel ist es so, dass trotzdem jeder Teilnehmer einen 10€ Amazon-Gutschein bekommt. Oh, cool. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend. Bleib auf jeden Fall weiter dran. Wir haben es bald hinter uns mit dem ganzen Corona-Kack und dann können wir wieder
richtig Gas geben. Hau rein, schönen Abend dir. Ciao, ciao. Schade für Julian, leider kein Fool. Und an der Stelle wirklich, Freunde, wenn euch Corona demotiviert hat, das habe ich von so vielen gelesen. Bleibt dran, wir haben es bald geschafft. Wir können jetzt schon wieder so viel besser performen. Und gerade in einer Zeit wie jetzt, gerade in diesen Jahren, braucht jeder mal einen magischen Moment. Gerade jetzt ist Kunst und besonders die Zauberkunst wichtiger denn je. Denn um nichts anderes geht es in der Magie. Um die Leute für einen ganz kurzen Moment ihren Alltag vergessen zu lassen und sie ganz kurz in eine andere Dimension zu befördern. Das war mein kleines Statement an euch. Jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Info für euch. Das heutige Video hat keinen Sponsor. Aber ihr könnt mich, meine Videos und dieses Format Fulmi direkt unterstützen. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Problem. Ihr habt ein Kartenspiel, das ihr über alles liebt. Ihr nehmt es überall hin mit, rein in die Hosentasche, raus, rein, raus. Ihr lauft damit rum und so weiter. Aber nachher sieht das Deck leider so aus. Das hier ist beispielsweise das Kartenspiel, das ich am allermeisten zerfetzt habe in meiner Hosentasche. Und damit genau das mit euren teuren, kostbaren Decks nicht passiert, habe ich in meinem Shop auf mattisupport.de für euch Cardclips. Cardclips sind aus Aluminium hergestellte Klammern, in die ihr eure Kartendecks perfekt reinschieben könnt und die eure Decks für euch beschützen. Wenn ihr die also in die Hosentasche tut, wieder rausnehmt, fallen lasst, wie auch immer, habt ihr keine Dellen, keine Knicke, keine Risse. Ich habe bei einem Großhändler 100 schwarze und 100 silberne Cardclips bestellt. Die sind jetzt für euch auf mattisupport.de verfügbar. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Erfahrung damit. Die Lieferzeit sind diesmal nicht wie bei den Invisible Decks 4 Wochen, sondern ich habe alle Invisible Decks jetzt nach 2 Wochen schon losgeschickt. Die kommen in den nächsten Tagen bei euch an. Also das geht wunderbar klar in 2 Wochen. Also Versandzeit 14 Tage. Wenn ihr heute bestellt, haltet ihr in 2 Wochen eure Cardclips in euren Händen. Danke an jeden, der mich, meine Formate, meine Videos, all das hier unterstützt. Ihr könnt mir euer Feedback dazu in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr davon, dass ich mir Woche für Woche immer irgendwas anderes Cooles für euch überlege, was halt auch Sinn ergibt und nicht einfach nur, wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann schließt ein Sub auf Twitch ab. Was ihr natürlich gerne machen könnt, aber so kann ich euch auch was zurückgeben für den Support. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, was ihr haltet davon und auf was ihr vielleicht als nächstes Projekt Bock hättet, abgesehen von Cardclips. So viel dazu. Danke an euch fürs Zuhören. Kommen wir jetzt zu Kandidat Nummer 2, da habe ich jetzt etwas ganz, ganz, ganz Besonderes für euch. Das, was jetzt passiert, gab es so bei Fool Me vorher noch nie. Denn noch nie habe ich eine Staffel angekündigt, 3 Folgen gemacht und dann die gleiche Staffel für 1,5 Jahre pausiert. Es haben sich Ende 2020 etliche Leute für Fool Me beworben, die in den ersten 3 Folgen noch nicht rangekommen sind und deswegen bisher noch nicht vorführen konnten. Einer davon ist Lorenz. Die Sache ist, der Lorenz hatte damals ein Video eingesendet, wo er sagt, ich werde diesen Trick Matti live vorführen. Das wird also live funktionieren. Ich habe Lorenz jetzt versucht zu kontaktieren, aber das ging irgendwie nicht. Meine Nachrichten werden nicht an ihn zugestellt. Deswegen werde ich jetzt, ohne dass Lorenz hier live mit dabei ist, mir genau diese Performance angucken und euch dann zu 100% ehrlich sagen, hat mich das gefoolt oder nicht? Und falls ja, lieber Lorenz, falls du das hier siehst, melde dich dann bitte unbedingt bei mir für den 30€ Amazon-Gutschein. Und auch falls nein, Lorenz, du solltest dich melden, weil du kriegst einen 10€ Amazon-Gutschein. Lul. Okay, Bühne frei für Magic Lorenz. Herzlich willkommen bei meiner Teilnahme von Fool Me. Ich werde diesen Effekt, wenn ich auserwählt werde, live vorführen und nicht in einem Video, weil es live einfach besser geht. Okay, ich habe hier ein Kartenspiel und eine Vorhersage, von der ihr noch nicht wisst, was da drin ist. Ich habe hier einen Zufallsgenerator, den Google Zufallsgenerator. Ich blende euch hier noch einmal meine Bildschirmaufnahme ein. Ich habe hier eingetragen, eine Zahl zwischen 1 und 52 generieren. Okay, die 34. Gut, die 34. Am besten, ich hole die Karten hier einmal raus aus der Kartenschachtel. So. Und wir fangen an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nicht 35, 36, 37, 38 oder wie auch immer. Nicht eine von den Karten hier. Und auch nicht Karten, die vorher waren. Genau die 34. Bei dieser Karte handelt es sich um die Herz 9. Mit diesem Briefumschlag öffnet sich genau eine Karte. Und zwar auch die Herz 9. Sehr schön.
Ich hoffe, diese Teilnahme hat euch gefallen und ich wünsche den anderen Teilnehmern noch viel Glück. Richtig, richtig lieb auf jeden Fall. Jetzt tut es mir voll leid, dass das jetzt in Videoform war, weil ich glaube, live wäre das Ganze wirklich sehr, sehr, sehr viel cooler noch gewesen. Das Ding ist, ich glaube, die Performance brauchen wir jetzt auch nicht groß bewerten oder kritisieren, denn ich glaube nicht, dass genau so, wie er das jetzt der Kamera vorgeführt hat, dass er es genau so mir vorgeführt hätte. Ich glaube schon, die Präsentation wäre anders gewesen. Ich glaube, er hat das jetzt einfach so nur für die Kamera performt, damit meine Moderatoren den Effekt an und für sich sehen und live hätte er dann etwas anders performt. Das denke ich jetzt einfach mal. Das lege ich ihm jetzt einfach mal so in den Mund. Jetzt ist natürlich die Frage, hat mich das gefoolt oder nicht? Und da muss ich ganz ehrlich sagen zu euch, er hat das Ganze jetzt nicht beispielsweise mit einem Somnium-Deck performt oder mit irgendeinem anderen Kartenspiel. Nein, er hat es mit einem ganz bestimmten Kartenspiel vorgeführt und von genau diesem Hersteller, von genau diesem Kartenspiel kenne ich ja die ein oder andere Methode. Und traurigerweise muss ich da sagen, für Lorenz, Satz mit X, das war wohl nix. Und ich glaube, der Lorenz, wenn er dieses Video hier sieht, weiß genau, was ich damit meine. Nein, das war kein Fool. Ich kenne den Effekt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, einige von euch sind auf jeden Fall gefoolt. Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben. Lorenz, du kriegst von mir einen 10€ Amazon-Gutschein. Also ich versuche nochmal alles, dich irgendwie kontaktiert zu kriegen. Meld dich bitte bei mir. Du kriegst von mir Geld. Und für alle von euch, die mich immer supporten und nicht vorspulen, sondern wirklich meine Videos komplett gucken, was mich riesig supportet, da ist ein 30€ Amazon-Gutschein der erste, der ihn einlöst. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben jetzt gerade zwei wunderschöne Kartentricks gesehen. Ihr wisst ja von mir selbst, Kartenmagie ist auch für mich in der Zauberei meine größte Leidenschaft. Aber gehen wir mal weg von den Karten. Zum Abschluss von jeder Fool-Me-Folge habe ich für euch immer einen ganz besonderen Leckerbissen, einen besonderen Spezialgast. Und der heutige Spezialgast fetzt alles weg. Ihr kennt ihn, den... Ihr kennt ihn alle. International ist kein anderer Zauberer so verrückt drauf, würde ich mal stark behaupten. Findest du da einfach? Professor of Magic, Miles Pitbull. Ich habe euch heute den Miles mitgebracht. Miles, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall dafür. Hallo, ich bin's mal wieder, euer Professor. Ah, Mist, ich war zu schnell. Na gut. Schön, alles klar. Mensch, schön mit dabei zu sein. Hey, hi Matti. Hallo Community. Normalerweise machen wir das bei Fool Me so. Die Teilnehmer sagen, wie sie heißen, wie alt sie sind, seit wann sie zaubern, wie sie mit dem Zaubern angefangen haben. Möchtest du dich noch einmal zum 1.000.000. Mal unserer Community vorstellen hier? Ja, voll gerne. An alle, die es noch nicht wissen. Hi, ich heiße Miles Pitwell. Ich nenne mich Professor of Magic. Ich zaubere seit, sind jetzt 20 Jahre. Und ich bin natürlich durch Mr. Trix XL zum Zaubern gekommen, ist doch ganz klar. Ah, perfekt. Jetzt wurde ich für Fool Me tatsächlich erneut angefragt, weil Fool Us antwortet ja nicht. Genau. Ich muss auch ein bisschen was dazu sagen, oder ich würde gerne was dazu sagen, um mich ein bisschen zu rechtfertigen. Und zwar habe ich eine Aufnahme zugeschickt und mache das nicht live, weil ich eine gute Qualität eben gerechtfertigt werden wollte. Sagt man das so deutsch? War das deutsch? Du wolltest ja, einer der guten Qualität des Matthias Berger Kanals gerecht werden. Ganz genau. Und ja. Ich habe dann im Nachhinein, als ich die Aufnahme angeguckt habe, festgestellt, oh, das war aber gar nicht perfekt. Und dann dachte ich mir aber so, nee, ich lasse das so. Das war nämlich First Try. Mhm. Und ich möchte dem trotzdem so ein bisschen gerecht werden. Live hätte ich ja auch nur eine Chance gehabt. Und deswegen habe ich es bei der Aufnahme quasi gelassen. Okay. Ich finde, sie ist trotzdem ganz knorke geworden. Ich wünsche dir und euch allen auf jeden Fall viel Spaß damit. Und mal schauen. Ich hoffe, ich kann euch vielleicht sogar damit foolen. Das finde ich nice. Dann legen wir direkt los. Dann gucken wir uns das direkt an.
Oha. Das war ja ein cooles Abschlusselement. Mega. Ach, wie schön. Auch das Endbild so schön, dass man durchguckt. Oh. Ja, da hast du... Ja. Also ich finde, man kann sehr gut deine Gedankengänge nachvollziehen dabei sozusagen. Okay. Erstmal. Ja, warte, komm, mach mal. So. Also wirklich, das war wunderschön, ey. Krass, sehr, sehr kreativ. Du hattest mir vor vor 2 Jahren oder so mal eine Variante gezeigt von mit genau diesem Cone und so weiter. Das hatte jetzt noch viel mehr Elemente als das, was du mir damals gezeigt hattest. Ja, also das ist jetzt halt quasi fertige Routine. Genau. Ich hatte also im Prinzip deine ersten Ideen anscheinend gesehen damals und jetzt ist es fertig. Ja. Die Frage ist jetzt, habe ich es durchschaut oder nicht? Hast du mich gefühlt oder nicht? Wir haben natürlich schon etliche Stunden, Abende und Nächte damit verbracht, über verschiedenste Methoden zu quatschen und ich habe dir Sachen von mir gezeigt, du hast Sachen von dir gezeigt, ich habe viel gelernt von dir. Alles, was so die Manipulationstechniken angeht mit Bällen, so Standardgriffe etc., da weißt du, dass ich die kenne. Über die Somnium Membership könnt auch ihr von Miles genau diese Dinge lernen. Du weißt, dass ich die betreue, dass ich die Videos hochlade und vorher sichte und so. Also du weißt, das alles kenne ich. Du weißt auch, ich weiß, wie du Rauch produzierst. Ich kenne da so ein paar von deinen Methoden. Du weißt, ich kenne dein Kostüm. Du weißt, ich kenne deine Requisiten, deinen Tisch etc. Alles, was dir da so hilft. Aber da waren 2 Momente. Da war einmal der Moment, als der weiße Ball zur kleinen Kugel wurde. Aha. Und als die kleine Kugel, und du hast ihn oben reingeworfen und unten kam er klein wieder raus. Und dann gab es den Moment, aus einem roten Ball 2 und plötzlich 3 wurden. Mhm. Da muss ich einfach fairerweise sagen, Miles, du hast mich gefoolt. Deswegen habe ich eine ganze Routine genommen, weil da ganz viele Effekte rausgeschallert werden. Absolut, da muss man auch dabei sein. Nee, also da habe ich wirklich, das hat mich so überrascht, da muss ich auch echt lachen gerade, weil da war ich so, oh nee, in dem Moment, wo der kleine Ball erschien, ist, war ich so, verdammt, ich bin gefoolt. Mann! Ja. Das hat mich dann echt gefoolt, ey. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube tatsächlich, selbst mit dem Rauch hast du mich in dem Fall auch gefoolt. Also das piep ich jetzt auch nachher aus. Meine Theorie ist, der Rauch... Kann das sein? Ja, ist korrekt. Okay, gut, dann hat mich der Rauch nicht gefoolt. Aber wie gesagt, die 2 Stellen haben mich auf jeden Fall gefoolt. Hast du mich einfach hops genommen. Okay. Noch eine Frage, die mich interessieren würde, weil es einfach einer meiner Lieblingsmomente in der Routine ist und ich natürlich wissen möchte, was ist mit dem Moment, der umfallende Becher? Und da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, stimmt. Ich würde sagen, das war die klassische Miles Pitwill. Ja, ist auch korrekt. Okay. Gut, aber ich glaube, selbst da kann ich mir nicht ganz genau vorstellen, wie du es konkret gemacht hast. Ist ja auch egal, also es hat mich einfach interessiert. Ja, aber du hast dich ja nicht bewegt, als er umgefallen ist. Das ist korrekt. Ja, die Dinge, wo man meint, oh, ich weiß ganz genau, wo befindet sich gerade was. Und dann achtest du darauf, mit welchen Bewegungen führst du diese Dinge ein, wirst sie los. Und das ist einfach so nice. Ich kann nach Jahren nicht aufhören, dir immer wieder dieses Kompliment zu geben. Ich habe so einen Respekt davor, wie natürlich bei dir alles ist. Das finde ich ist so nice bei dir, dass wirklich... Danke. Du bringst etwas ins Spiel, du wirst es wieder los, aber es sieht nie danach aus, sondern es ist immer magisch. Ich habe einen Ball, er verwandelt sich, er verschwindet, er taucht auf, ich habe plötzlich 3. So, es ist immer magisch und es sieht nie aus nach diesem... Und du machst auch nicht diesen, den, sagen wir mal, das wäre jetzt hier so ein Ball, ja? Du machst auch nicht diesen, den hier. Die Pistole! Ja, aber dann immer noch so. Nee, du machst das einfach richtig nice. Also wirklich, ich habe da immer Spaß dran, dir dabei zuzugucken. Danke. Das ist auch wahrscheinlich so das, was ich selber für mich immer als Eigenkritik am stärksten betrachtet habe, dass es natürliche Bewegungen sind. Und das ist auch das, was ich immer versuche, der Community weiterzugeben oder allen, die irgendwie Tipps bei mir holen, dass es nicht immer nur um richtig krasse Moves geht, sondern es geht auch um, es ist vielmehr um die Präsentation, die Natürlichkeit. Und danke übrigens, dass du das gesagt hast. Das war für mich eines der Komplimente des Jahres definitiv. Okay. Dass es eben nicht nach einem Trick aussieht, sondern dass es magisch wirkt. Ja. Und da gehört ganz oft einfach dazu, dass es nicht einfach nur die Tricktechnik sitzt,
sondern dass es eine natürliche Bewegung ist. Ich möchte nicht einen Trick präsentieren, ich möchte Magie präsentieren. Richtig. Das soll Zauberei sein. Richtig. Das vergessen wir ganz oft. Das ist so Betriebskrankheit. Und deswegen, Dankeschön, das bedeutet mir echt viel, dass du das so gesehen hast. Ich habe es nur beobachtet. Ich habe nur ausgesprochen, was ich gesehen habe. Eine letzte Frage hätte ich noch. Du sagst, du hast dir das angeschaut und zu dir selbst gesagt, oha, das ist ja gar nicht perfekt. Was war denn an der Routine jetzt in deinen Augen nicht perfekt? Was hättest du gern anders gemacht? Also es gibt, ich glaube, zwei Momente, vielleicht sogar drei, in denen ich kurz flashe. Ah, okay. Habe ich nichts gesehen von. Cool. Dann weiß ich, dass sogar die Misdirection über das, den Screen funktioniert hat, sozusagen. Ja. Die Präsentation dann halt, ne? Und ich habe eigentlich immer, wenn ich wusste, gerade lenkst du meinen Blick weg, habe ich immer versucht, genau dahin nicht zu gucken, sondern da, wovon du mich weglenken wolltest. Ich habe keinen Flash gesehen. Also besonders kritisch. Ich habe klar, es ist Fulmi. Bei Fulmi gucke ich mega kritisch hin. Da geht es nicht darum, mich verzaubern zu lassen. Hier will ich aber analysieren. Und ich habe nichts gesehen vom Flash. Also. Ich habe mich auch zusätzlich eigentlich noch hauptsächlich für diese Routine entschieden, weil ich die gerade auch am Trainieren bin, weil ich ja für mein abendfüllendes Programm gerade trainiere, denn wenn ich Werbung machen darf. Bitte, bitte. Es findet nämlich tatsächlich jetzt doch endlich mal ein Termin mit meiner Solotour statt. Wann und wo? In Frankfurt am Main im Neuen Theater Höchst am 5. April um 20 Uhr. Nice, da kann man dich dann live sehen. Gibt noch Tickets, besorgt euch Tickets. Es gibt nicht mehr viele Tickets. Ich werde auch noch ein paar Mal über meinen Instagram-Kanal Werbung rausschallern. Alle, die interessiert sind, gerne dorthin kommen. Das war eine Routine aus der abendfüllenden Show. Und deswegen bin ich da gerade eben am Üben. Und deswegen kam mir das eigentlich gerade ganz gelegen, das jetzt auch mal für so einen Anlass hier wie Fool Me zeigen zu können. Und natürlich auch noch mal ein bisschen Motivation zu finden, da jetzt noch mal so richtig Gas zu geben. Und da sieht man natürlich auch noch ganz viele andere Kunststücke. Manche kennt ihr schon, andere noch nicht. Absolut richtig. Das heißt, ich verlinke euch unten in der Beschreibung Miles YouTube-Channel, Instagram-Profil, aber auch seine Website. Falls ihr dieses Video irgendwann in der Zukunft seht, kann es sein, dass, okay, der Termin in Frankfurt ist jetzt schon gelaufen, aber vielleicht spielt Miles ja zu dem Zeitpunkt, zu dem genau du dieses Video siehst, irgendwo in deiner Nähe. Also schaut doch bei ihm auf der Website bei den Terminen vorbei, falls ihr da Lust habt, Miles mal live zu sehen. Ich kann euch nur raten und wärmstens empfehlen, es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du Miles einmal live siehst, das ist ein hammermäßiges Erlebnis. Gönnt euch das auf jeden Fall. Dann heißt es jetzt, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Professor. Das waren drei richtig starke Kandidaten und drei weitere sehr krasse Kandidaten seht ihr, wenn ihr hier auf dieses Symbol klickt. Danke an alle, die einen Cardclip bestellen auf multisupport.de. Danke an alle, die hier bis zum Schluss dran geblieben sind. Vergesst den Daumen nach oben nicht, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Ganz viel Liebe geht an euch raus.